Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapenter aka Uli. Und zwar, wie ich es in der letzten Folge angekündigt habe, geht es ja nun weiter mit dem Streckenbau. Diesmal, wie wir hier gerade wieder mal gelesen haben, auf der mittleren Ebene. Das ist die Ebene, die selten angesprochen wird. Aber vielleicht mal ganz kurz zu dem, was wir hier gerade sehen. Hier sehen wir die BR94 auf meinem auf meiner R1-Wendel. Ich wurde angeschrieben, diesmal per E-Mail. Ist aber eigentlich auch unerheblich. Und da wurde ich gefragt, ob denn auf diese R1-Wendel mit Steigung, mit diesen ganzen Drum und Dran, was da so drin ist, denn Dampflokbetrieb möglich ist, weil die ja doch vom Fahrgestell ein bisschen anders sind und ich immer die V200 zeige. Deswegen habe ich jetzt hier die BR94 mal rausgekramt. Die hatte ich, glaube ich, in einem anderen Video schon mal drin. Jetzt habe ich ja mal Licht angemacht, damit wir es besser sehen. Und das funktioniert. Das funktioniert prächtig. Ich habe sie jetzt hier mal fahren auf der Wendel und wir sehen, das klappt. Das gibt überhaupt keine Probleme. Das ist eben auch ein bisschen mit dem Ganzen geschuldet, dass ich wirklich versucht habe, jede kleine blöde Unebenheit da raus zu frickeln von Haus aus schon. Sicherlich, ich will mal so sagen, mit dem R1 wird es wahrscheinlich nie so eine 100% Geschichte geben. Das heißt, irgendwas wird vielleicht immer mal entgleisen oder ja, ein bisschen Stress machen. Nun habe ich es aber so gemacht, dass ich an der Wendel ja sowieso überall an den Ausfahrten diese Aufgleisgleise, ich weiß gar nicht, ob die da immer so richtig heißen, weil das klingt ein bisschen idiotisch, Aufgleisgleise, so dass die Waggons, die wirklich mal irgendwo ein bisschen Stress machen könnten, bis jetzt habe ich noch kein Problem gehabt, aber man will ja nicht sagen, dass alles so bleibt, vielleicht macht doch mal einer ein bisschen Stress. Und da habe ich das Ganze eben immer mit diesen Aufgleisgleisen gemacht, sodass an jeder Außeneinfahrt immer wieder ja der Schutz da ist. Jetzt kommen wir mal zu der mittleren Strecke. Hier sehen wir ja die Klammer vorne. Das ist übrigens ein Ausschnitt, ein Bild von meinem letzten Video Nummer 27. Und da sehen wir jetzt das Gleis, genau hier mit dem Pfeil markiert. Das ist ja einer der mittleren Ausfahrten, die es ja früher in der alten Wendel gar nicht gab. Und da hatte ich mir überlegt, wie mache ich das? Ursprünglich sollte das an das jetzt in dem Fall das linke Gleis anschließen mit einer Weiche. Da hinten, wo eh schon eine Weiche ist. Und dann habe ich mir überlegt, warum eigentlich? Okay, habe ich jetzt hier nochmal dieses Ganze dran gebastelt, gebaut, geklebt und geschraubt jetzt hier, um das Ganze zu verbreitern. Und so, dass im Grunde genommen da jetzt noch Platz für die zweite Strecke gekommen ist und dass es ausgebaut werden kann. Ich habe es ja von Anfang an gesagt, die Steampunk Anlage hier, die wird organisch wachsen. Das heißt, im Grunde genommen habe ich keinen wirklichen Gleisplan vorliegen. Ich weiß ungefähr, was passieren soll, aber ich wollte mich im Grunde genommen, ich wollte eigentlich sagen, eigentlich ist immer so eine furchtbare Einschränkung, ich wollte im Grunde genommen mich inspirieren lassen vom Bau der Strecke und mit Ideen leben und mit den Ideen umgehen. Und da habe ich eigentlich, je weiter ich hier vorwärts komme, umso mehr Ideen habe ich immer. Und ich denke, das kann sich irgendwann mal sehen lassen. Ich bin ja mal wieder weiter jetzt schon, als ich jetzt hier in dem Video zeige. Ich könnte eigentlich das Video 29 schon einspielen. Ich habe es bloß noch nicht wirklich fertig, muss ich ehrlich zugestehen. Das Video hier sollte auch schon am Freitag kommen. Aber ist ja egal, ist ja sowieso ein bisschen schwierig. Das wollte ich euch sowieso mal fragen. Vielleicht kann einer eine Antwort geben oder ja, mal gucken, wie es ankommt. Wir sind ja nun bald am Ende mit der Streckenführung, mit dem Streckenbau hier oben. Und dann geht es ja langsam, aber sicher ans Gelände. Das heißt, die Signale werden dann gestellt. Oben wird der Bahnhof gebaut, jetzt hier in dem Bereich da. Und so weiter und so fort. Ist das trotzdem okay, dass ich jede Woche eine Folge bringe? Oder ich versuche es, jede Woche eine Folge zu bringen? Oder soll ich lieber größere Abschnitte bringen und dafür längere Videos irgendwo versuchen zu machen? Ich war bis jetzt immer ganz zufrieden mit diesen relativ kurzen Update-Videos. Ja, mir geht's immer, ich gucke ja auch von anderen Leuten Videos, ich will ja auch nicht langweilen, ich will ja, dass ein bisschen was Fortschritt, und wenn dann natürlich die Fortschritte immer kleiner werden, wenn ich zum Beispiel anfange, die Gleise zu altern, einzuschottern und so weiter und so fort, das dauert natürlich, das kann ich jetzt nicht immer
ja, jeden Zentimeter zeigen, das ist ja so Quatsch, weil jeder das ja wahrscheinlich weiß, wie das geht. Es geht ja hier mehr um die Updates, um die Folge, wie man das Ganze fortschreiten sehen kann, möchte, wie auch immer. Dann müssen natürlich viele Weichen noch mit Unterflurantrieben ausgestattet werden. Soll ich das weiterhin zeigen oder soll ich das vielleicht nicht zeigen? Vielleicht mag jemand mal einen Kommentar dazu geben. Und was da oben, sehen wir übrigens das Aufgleisgleis da links, ne? Ja, das würde mich mal einfach interessieren, ob ich jetzt wirklich weiter mit diesen Updates machen soll und ob ich lieber in größeren Abschnitten ja mehr zeige, mehr mache irgendwo. Vielleicht hast du ja eine Meinung dazu, dann kannst du mir das ja mal so ein bisschen mitteilen im Kommentarbereich. Ja, hier habe ich bloß mal so einen kleinen Überblick noch, wie es von oben aussieht. Da oben sieht man ja generell noch, da ist ja das ganze Styrodur drauf, da müssen ja die ganzen... Ja, das ist das Nächste auch. Die ganzen Stromanschlüsse, die liegen ja im Grunde genommen nicht noch. Und die Strecke jetzt hier vielleicht mit 2-3 Stromanschlüssen gespeist. Ich habe es ja so gemacht, dass ich mindestens jedes zweite Flexgleis mit Stromanschlüssen versorgt habe. Und dass ich da immer Gewährleistung habe, dass das Ganze funktioniert. Weil ich habe eben gesagt, später keine Lust, ich komme so schlecht da hinten dran. Das habe ich aber bei der Spurzeit auch schon damals so gemacht. Und da wollte ich bloß mal sehen, wie das Ganze jetzt, es fährt prächtig. Also eigentlich bräuchte ich nicht, aber ich werde es definitiv machen. Ja, hier sehen wir nochmal den Blick so schräg runter unter die Einfahrten. Das sieht natürlich nach wie vor alles ein bisschen abenteuerlich aus, funktioniert aber. Das ist ja eigentlich die Hauptsache an der ganzen Sache. Und hier sehen wir im Grunde genommen jetzt schon nochmal die Strecke, wie sie ausgebaut ist. Hier vorne ist ja schon die doppelspurige angesetzt worden. Und ja, das im Grunde genommen war es das eigentlich schon. Dann möchte ich dir erstmal danken, dass du zugeschaut hast. Und dann würde ich sagen, mach's schön gut erstmal bis zur nächsten Woche. Alles Gute, dein Aquapainter. Tschüss. Thank you.